Hallihallo und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Skyrim. Wir hatten jetzt mit der Magiergilde angefangen und sind jetzt dabei, Bücher wieder zurückzubringen, die von einem Magier gestohlen wurden. Und mal schauen, wo sich diese Bücher verstecken. Erstmal haben wir dort jemand. Dort jemand. Und noch ein Schutzgeist. Leer. Ja. So. Noch jemand hier? Ne, wahrscheinlich nicht, sonst wäre das denn schon aufgefallen. Dann können wir mal gucken, was die hier so. Die Türen ins Reich der Vergessenen. Nehme ich mit. So, was haben wir hier noch so? Zusätzliche Magika. Nö, interessiert mich nicht so wirklich. Und was hat die dabei? Blitzresistenz. Mein Pfeil nehme ich wieder mit. Deine Klamotten kannst du anlassen. Und die Seelensteine nehme ich doch sehr gern mit. Vielen Dank. So. Dann sieht es hier etwas wüst aus und keine anderen Sachen mehr. Dann weg mit dem Totenbeschwörer-Lehrling. Na? Hat lange gedauert, bis er umgefallen ist. So, hier. Alchemie-Zutaten, das ist doch schön. Gusseiserner Topf brauchen wir nicht. Das Zeug hier brauchen wir wohl auch nicht. Dann gucken wir mal, ob der noch was dabei hatte. Ein Seelenstein, schön. Pfeil. So. Da sehe ich doch schon Weizen leuchten und hier scheint auch keiner weiter zu sein. Den nehme ich glatt mit für die Tränke. So. Das haben wir und weiter geht's. Wo versteckt ihr euch, ihr Totenbeschwörer? Geht's hier hin? Schlüssel erforderlich. Okay. Dann ist hier wohl noch irgendwo einer. Ist doch gerade Niesen gehört oder so. Was hat der dort beschworen? Ist das ein Sturm, Andronach? Sieht so aus. Was macht denn der da? Oh shit. Der ging daneben. Kann er mal stehen bleiben? Nicht die ganze Zeit Hallo. Hin und her rennen. Flap! Daneben, gut. Da war er tot. Hält aber auch nicht so viel aus. Ich glaube, ich habe noch nie einen Sturmandronach gesehen. Kann das sein? Kommt die erst ab Level 50 oder so? Sehr cool. Der sieht ziemlich fancy aus, muss ich sagen. Hier nehmen wir doch das Salz mit. Was haben wir da drin? Nee, eigentlich möchte ich gerne die Blume da draus haben. Danke. Blume meine. So. Sonst haben wir hier noch was? Nee. Magikartrank brauche ich nicht. Gut, dann gehen wir hier hoch. Sturmandronach. Salz der Leere. Nehmen wir mit. Natürlich, das ist selten. Der hat auch einen Seelenstein dabei. Das ist aber toll. Stab der Wiederbelebung. Nein, brauche ich nicht. Irgendwie ist es hier ziemlich dunkel. Mal gucken, damit wir hier auch was im Regal sehen. Machen wir das mal so hier. Oh, jetzt habe ich welche gehört. Dumm, die dumm, die dumm, dumm, dumm. Hey. Oh jo. So siehst du aus. So, Knochenmehl nehmen wir natürlich mit. Kleiderschrank, da brauchen wir nichts draus. Zaubertrank. Wieso haben die alle den Zaubertrank des zusätzlichen Magicka dabei? Als ob denen das was bringen würde, mehr zu haben. Die haben doch eh schon unendlich viel, so ungefähr. Also richtig viel. Nun gut, wenn sie denken, dass denen was bringt, dann nehme ich hier noch den Lavendel mit. Vielen Dank. Das Salz. Dankeschön. Sonst noch irgendwas? Wein, Wein, Wein. Eisenhelm. Was ist denn hier los mit diesen Schränken? Geist von Nieren. Geldbeutel. Brot brauche ich nicht.
Ein hypothetischer Verrat. Zerstörung verbessert auf 19. Sehr gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich noch großartig Lehrbücher finden würde, weil wir haben ja schon. Also ich habe das Achievement für 50 Lehrbücher habe ich ja schon gekriegt. Und das war ja schon oft so, dass man selten noch was gefunden hat, was man noch nicht schon kannte. Frage mich, wie viel es insgesamt gibt an Lehrbüchern. Ist da so, also wie viel man durch Lehrbücher lernen kann, so 50, 60, 70? Das wäre mal noch interessant zu wissen. Von der anderen Seite verriegelt, ne, von mir aus. Was haben wir hier noch so? Seelenstein, großer Seelenstein, Quecksilberbann. Oh, hallo. Die sind auch nicht so oft. Hier noch was, eine Werkbank, Amboss. Alles uninteressant. Hier haben wir noch was für Alchemie. Lavendel. Oh, ein Stein von Barentia. Wie viel habe ich denn jetzt? 9 von 24. Na, ist ja der Wahnsinn. Ich bin ja schon richtig weit. 9 von 24. Scheiße, ey. Und ich spiele schon so lange und habe so wenig davon. Das ist echt der Wahnsinn. Ich frage mich auch, was rauskommt am Ende, wenn man die alle hat. Was man dann dafür kriegt oder so. Das würde mich echt mal interessieren. Das Doofe ist auch nur, dass ich ja keine Ahnung habe, welche Steine ich schon habe. Das heißt, wenn ich jetzt mal so im Internet lunzen würde und schauen würde, wo die so sind, die Steine. Truppe der überragenden Zerstörung 105 Gold. Brauche ich nicht. Das ist mir zu wenig Geld. Das nehme ich gar nicht erst mit. Gucken würde, welche man noch braucht. Wüsste ich gar nicht, welche ich schon hab. Das ist ja gleich das nächste. Kann ich dem nicht klauen oder was? Aber jetzt kann ich es denn wegnehmen. So ein Quatsch. Wieso konnte ich es denn nicht klauen? Beutel, Dietrich Gold. Gut, ich habe gedacht, da ist Alchemiezeug drin, aber was soll's. Das ist auch okay. So, der Feueranbrunner. Ach, den können wir auch noch looten. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Hallo? Jemand zu Hause? Nee, was ist denn das? Schrein von Julianos. Was ist das für ein Segen von Julianos? Magie. Aktive Effekte. Bim. Bist du näher? Nein. Julianos Magica. Wow. Toll. Den Segen habe ich unbedingt gebraucht. Drachenbaum. Jaspeitrauben. So, die nehmen wir mit. Und liegt sonst hier noch irgendwas Gescheites rum? Nö. Wo sind wir jetzt? Hier gibt es erstmal Esmeran und Knoblauch und eine Holzkelle braucht man nicht. Eine Flöte. Truhe. Ne, falsche Richtung. So rum. Zack. Die Schwupp. Kleiner Seelenstein. Makelloser Diamant. Ja, den nehmen wir doch gerne mit. Zaubertrank der starken Heilung ist auch dabei. Huch. Eigentlich wollte ich das nicht. So, zum hier noch ein Lederstreifen. Der kommt auch mit. Zum Schmieden. Und hier geht's dann nicht weiter, ne? Ja, nee. Ja, hört's dann auf. Dann geht's hier weiter, würde ich sagen. Hallo? Jemand zu Hause? Nein, 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 nein. Hier liegt auch nichts Interessantes rum, dann geht's aufwärts. Was nun? Ach, automatisches Speichern. Das ist aber sehr nett. Rolle Eisstachel, die brauche ich unbedingt. Feuerresistenz. Nochmal Eisstachel. Ewige Heilung, ewige Heilung. So, das war's auch schon. Ritualkammer.
Hinein! Ihr also seid in mein Haus geplatzt die Ruferin. Und habt meine Projekte zunichte gemacht. Wie schön, euch kennenzulernen. Hallo. Ich bin wegen der Bücher aus ihr der Akademie hier. Ihr also nur zu Ahrens Lakaien. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Ihr kommt hierher, tja, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Deine Assistenten haben mich angegriffen. Lass mich die Bücher nehmen, dann wird auch keine weiteren Probleme gut geben. Nehmt sie und geht. Kommt nicht mehr zurück. Sonst wird euch mein ganzer Zorn treffen. Es hat sogar geklappt. Schön. Vor allem sieht sie mich jetzt nicht mehr. Sie sieht mich nicht. Kann ich sie ausrauben? Ach, sie hat nichts dabei. Wow. So, das Buch. Das hier. Sind aber schön auftrapiert hier, die Bücher. Und das hier. Bringe die Bücher zurück. Dann gehen wir mal hier durch. Ach, was soll's. Oh, hallo. Sie sind ja unsichtbar. Und das? Achso, das war wohl nur ein Bug, dass sie gespawnt sind. Eigentlich spawnt die wohl. Ja, das wäre schade gewesen, wenn wir das hier verpasst hätten, ne? Eine hübsche Truhe mit Seelenstein Gold, Seelenstein Panzerhandschuhe brauche ich nicht. Die Adem der Wiederherstellung. 500 könnte man mitnehmen für den Preis. Brauche ich nicht. Noch mehr Seelensteine, Fragmente. Ich weiß nicht, was man mit den Fragmenten machen kann. Kann man die noch irgendwie zusammensetzen? Das Buch bringt auch nichts. Gold. Ebenerzhelm. 750er Gewicht 10. Noch ein Mehl nehmen wir mit. So. Spinnenei. Warum hatte ich ja Spinnenei? Ah. Okay. Eine Kinderpuppe. Hihi. Karotten? Nee, das brauche ich alles nicht. Gut, dann gehen wir mal hier nach unten und gucken, wo wir da rauskommen. Ich wollte vielleicht noch in den Kerker gehen und unseren Freund freundlicherweise helfen, der uns hier... Nee, erstmal möchte ich den Türriegel entfernen. Dankeschön, dann kann ich hier aufmachen. Irgendwo ging es doch hier in den Kerker, oder? War das nicht hier? Hier irgendwo dann? Ist er nicht hier irgendwo in den Kerker? War das weiter unten? Dann war das schätzungsweise weiter unten. Dann muss ich mal wieder runterflitzen. So, da runter. Das war zwar jetzt ganz schön gemein von mir, aber ich wollte irgendwie doch schon... Ach Quatsch, du hast mich überhaupt nicht. Zack. Schleichend verbessert auf 99. Richtig krass. Dann habe ich ja schleichend bald 100. Beständiger Schutz. Kann ich das schon? Dann habe ich ja schleichend bald auf 100. Und dann kann ich das resetten. Und wieder von vorne skillen. Also den legendär machen, den Skill. Damit ich ein bisschen mehr skillen kann. Weil ich will ja noch ein paar Level machen, damit die Chance höher ist, dass ein legendärer Drache spawnt. Das ist ganz gut, wenn der wieder ganz weit unten ist, weil dann steige ich schnell wieder ein paar Level auf. Tornist, was haben wir hier? Gold, Zaubertrank der Heilung, goldene Juwelen können wir mitnehmen, ja. Warum nicht? Glühstaub. Da hinten ist noch ein Geldbeutel. Was hast du so dabei? Außer mein Pfeil, nichts Gescheites. So, und weiter geht's. Hier haben wir noch ein Dornherz. Ja, darum scheint es zu gehen. Ah ne, hier hört's auf, okay. Was ist hier drinne?
Also noch so eine Traube. Huch. Hier haben sie aber auch einiges in den Fässern. Vielleicht sollte ich doch gerade hier öfter in die Fässer reinschauen. Wenn die hier alle Alchemiezutaten drin haben. Weizen, hervorragend. So kann es doch nicht sein. Himmelsrand möchte ich aber noch nicht. Oh, schau mal an, hier haben wir einen Trank der höchsten Heilung vergessen. Kerker, da wollte ich hin, genau. In den Kerker. Da waren wir nämlich noch nicht. Ich da noch ein bisschen umschauen. Na komm. Lad dich aus. Hier ist nichts Gescheites drin. Was ist denn hier passiert? Sind hier alle schon tot? Ah, schön. Huch, wieso nehme ich denn den Besen auf? Oh je. Das ist wieder, ich bin heute wieder total zielgenau und sammle die Sachen ein, die ich unbedingt brauche. Der Wolf ist leer, der Wolf ist auch leer. Wieso ist denn hier niemand? Hätte ich den befreien, hätte ich hier die, ich sollte doch hier irgendjemand befreien. Wäre das nur gegangen, bevor ich die umgebracht habe? Das wäre ja gemein. Dann könnte ich jetzt gar nicht mehr... Ah, ja, wieder. Was für die Alchemie, so. Was gibt's denn jetzt hier noch? Sind hier auch schon wieder alle tot? Oder gibt's hier einfach niemanden? Hallo? Nö, tot. Werden die getötet? Wann vor allen Dingen? Hier noch? Ja, da liegt auch einer rum. Das ist nichts Gescheites. So. Kann ich Knoblauch nehmen oder kann ich das nicht? War ich hier schon? Ich bin verwirrt. Ja doch, hier war ich schon, oder? Ach, alles klar. Da war ich wohl von woanders reingegangen. Nee, irgendwie bin ich jetzt durcheinander. Ich weiß nicht so recht, was ich jetzt davon halten soll. Schön, Haufen Alchemie-Sachen. Schutzgeist. Na, von mir aus. Dann gehe ich halt jetzt einfach. Wo muss ich raus? Da muss ich raus. Gehe ich mal hier raus. Da haben wir das geschafft. Von allen Konstrukten, die die alten Themen unterließen, sind die Zwergen-Centurio die wohl technisch beeindruckendsten. Ja, das kann schon sein. Hallo? Hallo? Stille. Hab ich hier noch irgendwas erkunden? Gehe einfach mal so auf die Schnelle. Wir haben ja hier... Wer bist denn du? Ein Bauer. Wieso ist denn der böse zu mir? Ach, das war eigentlich ein Werwolf, aha. Aber... Farmer. Sehr eigenartig. Miau? Drachi? Wo ist es, Drachi? Nicht da. Doch, da ist er. Hey, na, wie geht's? Elendes Gewackel hier. Na, großer. Da war er tot. Hat's hinterhin gerafft. Drachenknochen, Drachenschuppen, Granatstein, Orkischer Pfeil. Vielen Dank, mein Freund. Und weiter geht's. Eigentlich wollte ich fugen wegen dem... Na sag schon, mir bleibt hier gleich schon wieder die Sprache weg, nur weil mich ein Drache überrascht hat. Mehr oder weniger, als ob der jetzt gefährlich wäre. Eigentlich wollte ich hier nach einer
Höhle gucken, aber wie es aussieht, die sah recht nah. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hier geht's auch weit runter. Machen wir das mal lieber so hier. Schön sachte. Hier ist wohl irgendwo eine. Und was war denn das, was ich dort in der Entfernung gesehen? Was ist denn das? Kenne ich das? Ist das die Drachenfeste? Alles klar. Von hinten. Aha. Na dann. Schimmernebelhöhle. Nur wieder einen neuen Ort entdeckt. So langsam fühlt sich unsere Karte, würde ich sagen. Weil das war ja hier ein relativ großer Kreis, wo ich nichts entdeckt hatte. Ganz gut, dass ich da mal noch hingelaufen bin. Und dann können wir uns jetzt mal hier zur Akademie von Winterfeste begeben und die Bücher abgeben, die ich eingesammelt habe. Ah ja, aber erst wollte ich noch schauen, ob ich die Zaubersprüche denn... Ja, kann... Zauberbuch, den kann ich schon, kann ich schon... Kann ich noch nicht. Den doch kann ich auch schon. Okay. Dann kann ich die dann auch abgeben. So. Also verkaufen, nicht abgeben, ne? Logisch. Ah, meine Waffe mal wegstecken. Hier greift mich wohl nicht so viel an. Obwohl, hier hatte ich ja auch schon einen Drache, oder? Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Na gut. Arcanaeum. Wo dann denn hinein? Hallo. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit hunderte von Jahren... Hier sind die verschwundenen Bücher, mein Freund. An. Und er scheint auch noch unversehrt zu sein. Danke. Ich werde die Bücher durchsehen und Mirabelle Bescheid geben, wenn ich etwas Interessantes finde. Das ist aber nett von dir. Tränen, vielen Dank. Was? Ich erinnere mich. Na, das ist ja interessant. Habt ihr es gelesen? Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das interessante Auswirkungen haben. Ihr solltet es Tolf dir gegenüber erwähnen. Und hier, die habt ihr euch redlich verdient. Entfernen Anmerkung zur der Rassen hinzugefügt. Was? Tochter des Nieben hinzugefügt. Herzfeuer hinzugefügt. Verzeichnis der Waffenverzauberungen hinzugefügt. Antwort auf Beros Rede hinzugefügt. Haben wir es dann? Die schwarzen Künste auf dem Prüfstand. Jetzt haben wir es. Ja, Wahnsinn. Das sind Bücher. Das kenne ich schon. Na. Das kenne ich noch nicht. Sehr schön. Das kenne ich schon. Das kannte ich auch noch nicht. Das kannte ich schon. Und das hat man noch. Ich auch. Kenne ich alles. Tochter des Nieben. Kenne ich auch schon. Zeichnis der Waffenverzauberung. Kenne ich auch schon. Kämpft. Wenn ihr ein Buch, habt ihr was zu verkaufen? Bücher, Schriftrollen. Ich bin sicher, dass ihr etwas Nützliches. Dann verkaufe ich dir den ganzen Spaß gleich wieder. Zauberbuch beständiger Schutz. Das, ach so, das hat man auch. Das weg und das weg. So. Werden alle Ork-Festungen bewacht? Ihr nehmt eure Arbeit sehr ernst. Na gut, mit dem quatschen wir später nochmal. Hallo. Würdet ihr sagen, Colette? Die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? Natürlich. Gut. Gut. Natürlich bin ich nicht auf die Bestätigung durch andere angewiesen. Es gibt aber Individuen, und ich will keine Namen nennen, die dem widersprechen würden. Es kann einem das Leben erschweren, wenn die eigenen Kollegen die Forschung nicht anerkennen, die man betreibt. Ja, wie böse. Ich möchte ich wiederherstellen. Ich habe, glaube ich, für dieses Wissen Level schon trainiert, oder? 5 von 5 auf dieser Stufe, ja. Na dann nicht. Die Bücher, die hier rumliegen, sind alle nichts Tolles, ne? Na gut, was auch bis immer. Zum nächsten Mal. Gehen wir mal runter. Hier runter. So. Haben wir die Bücher wieder abgegeben.
Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was Tolf dir denn dazu zu sagen hat und wie es dann jetzt hier weitergeht mit unserem verrückten Kügelchen, was wir gefunden haben. Nun denn, schön, dass ihr reingeschaut habt und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschaut. Bis dahin, tschüss!